Möchten Sie 2023 sich wieder so richtig wohlfühlen, Ihr Wunschgewicht erreichen und haben sich das Ziel Abnehmen gesteckt? Wenn ja, dann sind Sie goldrichtig in diesem Video. Hier erkläre ich Ihnen die 10 wichtigsten Dinge, die Sie vermeiden müssen, damit überhaupt der Erfolg garantiert wird. Und gegen Ende des Videos zeige ich Ihnen, was ich meinen Patienten rate. Und vielleicht ist es auch ein Weg für Sie, diesen Weg zu gehen, wenn Sie Gewicht reduzieren wollen. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dr. Ulrich Selz. Ich bin Arzt in einer Fastenklinik gewesen. Ich werde Ihnen im Laufe des Videos davon erzählen. Ich war auch mal medizinischer Berater für eines der größten Abnehm- und Stoffwechselprogramme in Deutschland und wir gehen jetzt gleich rein ins Video und es geht los mit dem allerersten Punkt, den Sie unbedingt vermeiden müssen. Doch bevor es eigentlich losgeht, hier noch eine kleine Information. Fühlen Sie sich nicht schlecht deswegen, wenn Sie jetzt ein bisschen Übergewicht aufgebaut haben. Die Pandemie, und das zeigen die Daten, hat dazu leider beigetragen. Knapp 50% der deutschen Frauen sind übergewichtig, knapp 65% der Männer sind übergewichtig und 15% der Jugendlichen sind übergewichtig oder fettleibig. Die Zahlen sind jetzt dramatisch angestiegen. Die Experten vermuten, dass Covid eben dahinter steckt oder einen sehr großen Beitrag dazu geleistet hat. Ungefähr 90% der Verbraucher haben angegeben, dass sie wichtige oder gesunde Ernährung als sehr, sehr wichtig erachten und deswegen geht es jetzt los, damit sie keine Fehler machen. Ja, viele Menschen denken, wenn sie Mahlzeiten auslassen, dann kann man dadurch eine sinnvolle Gewichtsabnahme erreichen. Aber es stimmt nicht so ganz, denn ich weiß, Intervallfasten ist derzeit sehr, sehr populär. Die Daten zeigen auch, dass es zum Abnehmen beitragen kann. Aber erwarten Sie von diesem Intervallfasten nicht allzu große Erfolge. Wenn man sich so ein bisschen die Langzeitdaten anschaut, dann zeigt es einfach, dass hier keine Wunder passieren. Und ich möchte Ihnen kurz erklären, wieso das so ist. Klar, es gibt immer wieder Fälle, wo Menschen mit diesem Intervallfasten sehr, sehr gut abnehmen, weil sie es einfach auf längere Zeit machen. Also das ist keine Sache, die man einfach nur so mal einige Zeit macht, bis man sein Wunschgewicht erreicht hat, sondern es ist, wenn dann, eine Sache, die man langfristig machen sollte. Da gibt es auch die guten Daten zum Thema Abnehmen und Intervallfasten. Aber viele Menschen machen einen Fehler, sie lassen das falsche Essen weg. Und das falsche Essen weglassen bedeutet konkret, dass Sie das Frühstück weglassen. Sie sollten also frühstücken, denn die Daten beim Intervallfasten beispielsweise, die zeigen ganz eindeutig, dass wenn man das Abendessen weglässt, dass es eben diese besonders guten Gesundheitseffekte gibt, dass das Intervallfasten viel, viel besser funktioniert und auch langfristig die Gewichtsabnahme durch Intervallfasten sich verbessert. Grundsätzlich ist es so, dass man im Prinzip darauf achten sollte, dass der Blutzuckerspiegel langfristig nach unten kommt und dass man nicht so in diese Essens- und Hungerphasen reingeht. Klar, es gibt ganz eindeutige Studien dafür, dass Fasten sehr, sehr gesund ist, dass auch Intervallfasten sehr, sehr gesund ist, dass auch Scheinfasten sehr, sehr gesund ist. Aber in diesem Video geht es ja eher ums Thema Abnehmen. Und beim Thema Abnehmen wäre es eher wichtig, dass wir eben nicht nur eine Mahlzeit weglassen, sondern dass wir insgesamt den Blutzuckerspiegel senken, sodass wir eher in die Fettverbrennung reinkommen. Also, das ist wirklich wichtig. Ein Zusatztipp vielleicht für die Berufstätigen zum Thema Scheinfasten. Scheinfasten ist eine Methode, wo man die Kalorien reduziert, wo man also den Fasteneffekt erreicht, auch wenn man eine Kleinigkeit isst. Und das ist etwas, was für Berufstätige sehr, sehr interessant sein kann. Das Thema Scheinfasten mache ich persönlich auch immer wieder. Ich habe halt einfach gesehen, dass es unterschiedliche Typen fürs Fasten gibt, dass als Arzt in der Fastenklinik man häufig sieht, dass die Menschen einmal im Jahr zum Fasten kommen, aber das Jahr darauf noch mehr Gewicht aufgebaut haben, weshalb man also wirklich da seine Ernährung langfristig umstellen sollte. Wie man das macht, schauen wir uns am Ende des Videos an und nicht so sehr die einzelnen Mahlzeiten weglassen und auf einen schnellen Erfolg hofft. Eine beliebte Methode sind natürlich schnelle Lösungen, Modediäten, Crash-Diäten, Diäten mit Kalorienreduktion, und natürlich funktioniert das. Klar, wenn ich dem Körper zu wenig Kalorien gebe, dann verbrennt er zwangsläufig sein Fett. Aber wir wollen ja langfristig anschauen, funktioniert das für eine langfristige Gewichtsabnahme über das ganze Jahr? Und hier lautet die Antwort eindeutig nein. Warum? Viele Menschen unterschätzen den Jojo-Effekt. Und wie kommt dieser Jojo-Effekt zustande? Es ist eigentlich leicht erklärt. In dem Moment, wo ich meinen Fettspeicher
Speicher reduziere, reduziere ich zwangsläufig auch meinen Eiweißspeicher. Und wenn dieser Eiweißspeicher reduziert wird, dann bedeutet es für unseren Körper einen maximalen Stress. Er erkennt, er ist in einer Hungersituation. Aufs Fett kann er natürlich verzichten, aber aufs Eiweiß eben nicht. Dazu hängen einfach viel zu viele Dinge dran, wie beispielsweise das Immunsystem, wie die Muskelfunktion und so weiter und so fort. Nach so einer Diätmaßnahme, nach so einer Fastenmaßnahme schaltet dann der Körper ein Hungergefühl. Warum? Er möchte diesen Eiweißmangel, der zwangsläufig entstanden ist, wieder ausgleichen. Und das hat zur Folge, dass er ihnen einfach Hunger schaltet. Er sagt ihnen nicht konkret, ich brauche heute 4 Gramm dieser Aminosäure oder 5 Gramm von diesem Stoff oder 200 Mikrogramm von diesem Stoff, sondern er schaltet ihnen ein generelles Hungergefühl. Deshalb Finger weg von Modediäten, Finger weg von diesen kalorienreduzierten Diäten, Finger weg von Diäten, wo einfach nur ein Lebensmittel gegessen wird, wie weiß ich, Ananasdiät, Kohlsuppe, was auch immer, denn wir wollen einen langfristigen Erfolg haben, wie das geht, natürlich am Ende des Videos, aber das ist dazu zu sagen, ganz, ganz gefährliche Jojo-Falle. Die dritte Sache, die Sie unbedingt vermeiden sollten, ist es, Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen wegzulassen. Und ganz, ganz beliebt sind hier einfach die Kohlenhydrate. Dort gibt es Diäten wie die Atkins-Diät beispielsweise, wo man wenig bis fast gar keine Kohlenhydrate isst und dafür aber sehr, sehr viel Eiweiße, Fleisch, fettreich und so weiter oder Low Carb, High Fat oder ja auch bestimmte Formen der ketogenen Ernährung. Jetzt gibt es ja schon die gesunde ketogene Ernährung, weil es da einfach viel Kritik gab. Grundsätzlich ja, einfach Zucker, Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate von Weißbrot bis zuckerhaltige Lebensmittel und so weiter, wir kommen dann gegen Ende des Videos nochmal drauf, machen natürlich ein Problem, sie verhindern die Gewichtsabnahme. Aber es gibt natürlich auch gesunde Kohlenhydrate und ein guter Weg, um das kennenzulernen, ist dieses kleine Büchlein hier, der sogenannte Logi-Guide, wo sie einfach eine Farbtabelle haben, entsprechend der Portionsgröße, wie gut oder wie schlecht ist das Lebensmittel bezüglich den Kohlenhydraten. Und da gibt es doch wirklich die eine oder andere wirklich gute Erkenntnis darüber, dass das Lebensmittel, das man vielleicht schlecht abgestempelt hat, dann doch gar nicht so schlimm ist und umgekehrt. Also, Logi-Guide, eine gute Sache. Mein schaut schon ein bisschen älter aus, mein Büchlein. Das Cover ist mittlerweile moderner und verändert. Und da haben sie eben anhand der Portionsgröße ein gutes Bauchgefühl dafür, was ist eigentlich ein gutes Lebensmittel und was ein schlechtes Lebensmittel bezüglich des Blutzuckerspiegels und des Abnehmens. Bleiben wir gleich mal beim Thema Zucker, denn wir sollen natürlich auf verarbeitete Lebensmittel bzw. auf Fast Food definitiv verzichten. Warum verarbeitete Lebensmittel? Was heißt das eigentlich? Es umfasst alle Produkte, die letztlich beim Herstellungsprozess eine industrielle Bearbeitung oder Veränderung erfahren. Also definitionsgemäß ist auch schon Einfrieren, Backen, Erhitzen, Trocknen eine industrielle Verarbeitungsmethode. Und wenn viele dieser Methoden einfach zusammenkommen, dann bekommen wir ein schlechtes Lebensmittel raus. Die Lebensmittel enthalten einfach zu viel Zucker, sie enthalten zu viel Fett, sie enthalten Inhaltsstoffe, die dafür gemacht werden, dass wir ein Stück weit drauf süchtig werden, dass wir mehr Lust drauf haben. Es gibt also die modifizierte Stärke beispielsweise, die dafür sorgt, dass wir ein gutes Mundgefühl haben, ein Mouthfeeling. Das wird also bei Puddings eingesetzt beispielsweise, wo oben Sahne drauf ist. Vielleicht haben Sie schon mal gewundert, wie kann dieses Ding monatelang im Supermarkt stehen und die Sahne fällt nicht zusammen. Also all diese Dinge sind industriell aufbereitet und halten Sie sich fern eben von Fertiggerichten wie Tiefkühlpizza, Tiefkühlkost, Mahlzeiten, die fertig sind, Mahlzeiten, die in die Mikrowelle reinkommen, Snacks, Chips, Crackers, Süßigkeiten, all diese Dinge, sehr, sehr viel Zucker drin, sehr, sehr viel Fett drin, Gebäck natürlich, viele Einfachzucker, die Ihnen den Blutzuckerspiegel nach oben jubeln und immer wenn der Blutzuckerspiegel oben ist, verhindert es die Fettverbrennung und zwar wirklich über Stunden bis hin zu einem Tag, dann ist es ein verlorener Tag, wenn Sie das Betthupferl, vielleicht kennen Sie die Werbung ja noch, einnehmen. Und das ist einfach das Problem. Fast Food, ganz klarer Fall. Natürlich schmeckt es, Fett ist ein Geschmacksträger. Jeder Koch weiß das. Wenn Sie in der Gastronomie essen, dann ist sehr, sehr viel Fett drin. Dann ist es meistens übersalzen, damit eben die Reize im Mund letzten Endes ja so angetriggert werden, dass Sie sagen, wow, das schmeckt, das ist jetzt richtig eine Bombe.
Und ja, lassen Sie es einfach weg. Genauso wie süße Getränke. Also auch hier Finger weg, sparen sich die Kalorien, trinken Sie einfach Wasser oder Tee oder irgendwie so etwas. Also das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, den viele Menschen wirklich unterschätzen oder nicht so beachten, dass wirklich die frische Küche ein ganz, ganz wesentlicher Punkt beim Thema Abnehmen auch ist. Den nächsten Punkt hat jeder schon mal gehört und jeder weiß es, doch es wird halt einfach wirklich extrem konsumiert, nach wie vor. Zucker und Alkohol, zwei extrem gute Energieträger, die viel Kalorien, die viel Energie in unseren Körper hineinbringen können. Aber es gibt ein Problem, sie werden einfach auch in Energie umgewandelt und es gibt eine Zellform, die sich ganz besonders darüber freut, das sind die Fettzellen, die dann extrem durch Zucker und Alkohol wachsen können. Zucker macht ein riesengroßes Problem. Herzinfarkt, Schlaganfallgefahr, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck, Fettleibigkeit sowieso. Ein zweites riesengroßes Problem, was ein hoher Blutzuckerspiegel produziert, ist ein hoher Insulinspiegel. Sprich, wenn Sie in der Aufwärtsbewegung mit Ihrem Blutzuckerspiegel sind, dann presst ein Hormon, das sogenannte Insulin, Ihren Blutzuckerspiegel wieder in den Normalbereich. Hoher Blutzuckerspiegel heißt Gefahr für unseren Körper, heißt direkte Attacke auf unsere Gefäße, auf unsere Blutgefäße. Das möchte der Körper nicht. Deswegen reguliert er es dagegen. Was die wenigsten Menschen aber wissen, ist, dass ein hoher Insulinspiegel Ihnen bis zu 24 Stunden die Fettverbrennung blockieren kann. Sprich, Sie haben also das Problem, dass Sie, wenn Sie etwas essen, der Blutzuckerspiegel ansteigt, der Körper reguliert, so wie beim 16-, 17-, 18-Jährigen in den Normalbereich. Aber wenn wir älter werden, kann es einfach passieren, dass der Körper überreguliert und Sie wieder in einen Unterzucker reinschießt. Sprich, nach einer halben Stunde oder Stunde fangen Sie wieder an mit der nächsten Heißhungerattacke. Ich habe das selbst erlebt als Jugendlicher. Wenn es Süßspeisen gab, bei uns in Bayern gerne mal Kaiserschmarrn, Pfannkuchen oder so etwas, dann war ich derjenige, der nach dem Essen aufgestanden ist, nach einer Riesenportion in der Pubertät in die Küche gegangen ist und da was Deftiges gegessen hat, sich die nächsten Brotscheiben reingezogen hat. Und das ist genau erklärbar mit den Heißhungerattacken nach dem Essen. Das bedeutet im Büro vielleicht hier mal einen Keks, hier mal wieder das nächste zuckerhaltige Getränk. Letzten Endes versucht man sich dann so den Tag drüber blutzuckermäßig zu retten. Auch dieses Müdigkeitsgefühl, das Suppenkoma beispielsweise, kann damit zusammenhängen, dass man zu viel Zucker aufgenommen hat, zu viel Kohlenhydrate aufgenommen hat, zu hoch im Blutzuckerspiegel ist und dann eben schon wieder runtergedrückt wurde von dem Insulinspiegel und dann letzten Endes der Schweizer sagt, Zuckerstößli braucht, um die nächsten Stunden zu überstehen. Deshalb hier dringender Rat nochmal den Logi-Guide zu kaufen. Dort steht anhand der Portionsgröße drinnen exakt, wie viel oder wie hoch der Blutzuckerspiegel steigt. Und so können Sie schauen, nehme ich hier ein Lebensmittel auf, was mich letzten Endes aus dem Tag rauskickt oder mit meinem Blutzuckerspiegel aus der Gewichtsabnahme rauskickt oder passt alles. Ein zweites Thema noch ist Alkohol. Bier ist schlechter als Wein, Wein ist schlechter als Spirituosen, aber Alkohol ist natürlich auch eine Kalorienbombe, ein Kalorienträger, ein Energieträger. Wir wissen das in Bayern, der Holzarbeiter, der nimmt immer einen Schluck Bier und dann kann er wieder weiterarbeiten, weil einfach leicht verfügbare Energie hier in den Körper reinkommt. Aber Zucker enthält leider Gottes dieser Alkohol, beziehungsweise die alkoholischen Getränke werden in Zucker umgewandelt. Deshalb funktionieren sie auch und Sie haben es vielleicht häufig schon auf einer Hochzeit gesehen, dass so zu viel Alkohol letzten Endes wieder einen Unterzucker macht. Deswegen gibt es dann bei der Hochzeit den zweiten Teil des Abendbuffets um Mitternacht letzten Endes, wenn die Leute, die viel trinken, dann wieder Hunger bekommen. Also Alkohol weglassen, das ist eine gute Maßnahme, damit Sie einfach hier Ihr Gewichtsabnahmeprogramm nicht unterbrechen. Ist es denn dann besser, auf Süßstoffe umzusteigen? Nein, sagen die Experten klipp und klar. Warum? Es gibt natürlich Süßstoffe, die den Insulinspiegel in Ruhe lassen, die gut verträglich sind mittlerweile, die sogar überhaupt gar nicht so gesundheitsschädlich sind wie die alten Süßstoffe aus den 80er Jahren. Aber die Experten sagen eindeutig, wir müssen uns letzten Endes das abtrainieren, dass wir im Geschmack so auf süß stehen und deshalb sind Süßstoffe nicht geeignet, bei einer Diät- oder Abnehmphase, denn wir würden unserem Körper letzten Endes nicht eine natürliche Ernährung antrainieren, so wie wir es gegen Ende des Videos mal sehen, sondern wir würden einfach dafür sorgen, dass er in seinem alten Trott weiter bleibt und eben an süß gewöhnt ist.
Ja, viele von uns wählen einfach zu große Essensportionen und das hat zu tun mit einem Sättigungshormon. Letzten Endes, Ghrelin heißt es beispielsweise. Es gibt also auch eine eigene Regulation im Körper. Wann bin ich satt, wann habe ich Hunger? Und wir übergehen das letzten Endes mit unserer Form der Ernährung, mit dem, was wir essen, mit den Inhaltsstoffen und so weiter. Also, Tipp, Empfehlung, wiegen Sie ab. Sie können also drei Methoden benutzen, entweder die Waage, was ich eigentlich am besten finde, oder Sie können auch Handy-Apps nutzen, damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen, was ist eine Portionsgröße. Es gibt auch immer diese Handmenge, halbe Handvoll und so weiter. Auch hier gibt es eben eine Mengenangabe. Und was Sie auch nutzen können, ist diese Lebensmittelampel, der neue Nutri-Score, wo Sie ganz genau drauf schauen können und sagen, okay, dieses Lebensmittel, so und so viel Gramm, bringt mir jetzt eben so und so viel Kalorien, so und so viel Kohlenhydrate, was auch immer. Und ich halte ihn nochmal in die Kamera, der Logi-Guide, dort gibt es eben auch Portionsgrößen festgesetzt, wenn Sie anhand mit der Waage dann letzten Endes mal schauen, wie viel ist denn eigentlich hier eine Portionsgröße, wie hoch geht mein Blutzuckerspiegel dadurch, also einfach eine gute Sache, um hier wieder zurückzukommen in ein natürliches Empfinden, ein natürliches Gefühl für die Lebensmittelmenge, die wir essen sollten. Was auch häufig falsch gemacht wird, ist das Thema Ablenkung beim Essen. Man kommt heim, man setzt sich hin, man hört seine Lieblingsmusik, man isst vor dem Fernseher, man surft im Internet, man hat das Handy in der Hand und das führt alles dazu, dass wir eigentlich letzten Endes gar kein Gefühl mehr für die Essensportion haben. Was essen wir da eigentlich? Was haben wir schon gegessen? Das Satt- oder Sättigungsgefühl wird übergangen. Das heißt ganz konkret, essen Sie in Ruhe, essen Sie mit Bedacht, sitzen Sie als Familie zusammen und hören Sie, wenn Sie Kinder haben, keine Hörspiele nebenher. Wenn Sie Single sind, hauen Sie sich nicht auf die Couch und futtern irgendwas rein, sondern nehmen Sie sich bewusst Zeit zum Essen, damit Sie die Körpersignale einfach wahrnehmen können, damit Sie die Chance überhaupt haben, Ihr Sättigungsgefühl mitzukriegen. Und manche von Ihnen wissen es noch, abschalten. Sie schalten aber bitte noch nicht ab, denn es kommen noch einige wichtige Tipps und gegen Ende des Videos schauen wir uns nochmal an, wie wir das Ganze jetzt in den Alltag transformieren können. Wir lesen immer wieder, körperliche Betätigung sehr, sehr wichtig, um uns gesund zu halten, um uns fit zu halten. Aber die wenigsten Menschen wissen eigentlich, was körperliche Betätigung oder moderate Bewegung eigentlich heißt. Und hier gibt das Center of Disease Control and Prevention aus Amerika eine ganz klare Vorgabe. Erwachsene sollen sich 150 Minuten pro Woche moderat körperlich betätigen. Oder 75 Minuten pro Woche intensiv körperlich. Und für die meisten ist wahrscheinlich die moderate körperliche Bewegung interessant, aber was bedeutet das? Was heißt das eigentlich? Moderate körperliche Bewegung bedeutet, dass es eine Art von körperlicher Bewegung ist, wo Sie sich genug anstrengen, letzten Endes, um Ihren Herzschlag und die Atmung zu beschleunigen, aber Sie sind immer noch in der Lage, ein Gespräch zu führen. Also beispielsweise schnelles Gehen ist eine gute Möglichkeit oder Radfahren ist eine gute Möglichkeit oder auch Tanzen ist eine tolle Möglichkeit, eben sich moderat zu bewegen oder auch Schwimmen oder lockeres Joggen, so meinte ich eigentlich. Das sind alles eben gute Möglichkeiten, sich 2,5 Stunden pro Woche moderat körperlich zu bewegen. Und dann gibt es noch einen Tipp, der total plakativ klingt. Vermeiden Sie Stress während Gewichtsabnahmephasen. Was heißt das eigentlich und wieso sage ich plakativ klingt? Klar, wenn wir Stress vermeiden, dann geht es uns immer besser und wir sind gesünder und so weiter. Kennt jeder, weiß jeder. Aber es gibt einfach beim Thema Abnehmen ein Problem mit Stress. Und das bedeutet, dass Stress eine Erhöhung des Hormons Cortisol bedeutet. Also unser körpereigenes Cortison heißt Cortisol. Und Cortisol hat eine Eigenschaft, es erhöht den Blutzuckerspiegel beispielsweise, es erhöht wieder dadurch den Insulinspiegel und in Stressphasen abzunehmen ist keine kluge Idee. Wir haben natürlich unseren Alltagsstress und es macht jetzt meiner Meinung nach keinen Sinn, den Tipp zu geben, meditieren Sie häufiger, aber ich möchte einfach den Tipp geben, wenn Sie sich in einer Stressphase befinden, wie beispielsweise Sie pflegen einen Angehörigen oder Sie sind jetzt gerade frisch Mutter geworden oder Sie befinden sich in einem Rechtsstreit oder es geht ums Erbe oder sonst was oder Sie machen jetzt, weiß ich, einen beruflichen Aufstieg und Sie wissen ganz einfach, ich bekomme Prüfungen, ich habe Stress, ich habe familiäre Probleme, dann ist es kein guter Zeitpunkt, einfach eine Gewichtsabnahmemaßnahme zu machen. Warten Sie nochmal die 4, 6, 8, 12 Wochen, machen Sie alles in Ruhe, weil dadurch wird es Ihnen viel, viel leichter fallen. Sie werden mehr Nerven dafür haben und es spielt Ihnen einfach auch die Biochemie rein, sodass Sie hier keine größeren Schwierigkeiten durch das Thema Stress bei der Gewichtsreduktion haben.
Ein wichtiger Punkt und ich finde wichtiger in der heutigen Zeit denn je ist das sich vergleichen und setzen sich einfach realistische Ziele. Ich finde gerade Instagram macht hier etwas mit uns, was so nicht in Ordnung ist. Es wird ihnen eine heile Welt mit Filtern und sonst was vorgegaukelt und am Ende des Tages sehen wir viele, viele Stories von Fitness-Influencerinnen, was auch immer, die dann letzten Endes doch nicht so glücklich sind, eine Depression haben oder was auch immer. Also vergleichen Sie sich nicht, streben Sie nicht nach dieser Perfektion, die Ihnen da vorgegaukelt wird und diese Menschen haben letzten Endes auch Probleme. Setzen Sie sich realistische Ziele, akzeptieren Sie einfach Ihre Stärken und Schwächen und einer meiner Haupttipps ist letzten Endes, treten Sie in irgendeiner Form einer Community bei, wenn es eine Facebook-Gruppe ist von Menschen, die abnehmen möchten beispielsweise, oder wenn Sie sich einfach einen Partner, Partnerin aus dem Freundeskreis suchen, selbst wenn Sie nur anrufen und sagen, hey, pass auf, ich habe mir das Ziel gesetzt, da gibt es Studien drüber übrigens, ich habe mir das Ziel gesetzt abzunehmen, möchtest du hier in Amerika ist mein Accountability-Partner sein, also derjenige sein, der davon weiß und mit dem ich drüber vertraut sprechen kann. Also nicht nach Perfektion streben, sondern Stärken, Schwächen akzeptieren. Akzeptieren Sie einfach, dass Sie ein paar Kilo mehr haben und vergleichen Sie sich nicht mit anderen Menschen, selbst wenn es bei Ihrer Nachbarin mit der einen oder anderen Diät oder beim Nachbarn schneller geklappt hat. So, wie sollen wir es jetzt machen? Was ist eine gesunde Ernährung? Und wir haben gesehen, weg von Fast Food, weg von schlechten Kohlenhydraten, natürlich weg von schlechten Fetten, Transfettsäuren und so weiter. Das denke ich ist selbstverständlich. Aber hin zu einer gesunden Alltagsernährung. Und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, was Sie machen können. Kommen wir mal zu einer Methode, das ist die vegetarische pflanzenbasierte Ernährung. Warum? Sie nehmen gesunde Fettsäuren auf, Sie nehmen Samen, Nüsse, Hülsenfrüchte auf, Sie haben einen niedrigen glykämischen Index, weil Sie sich auf Vollkornprodukte eben stürzen und die vegetarische Ernährung ist eine Ernährungsform, die hier sehr, sehr viele Vorteile bildet oder bringt, wenn man natürlich kein Gummibärchen-Vegetarier ist. Sprich, es gibt natürlich Leute, die lassen nur das Fleisch weg und führen dann Einfachzucker hinzu. Das meine ich natürlich nicht, aber vegetarische Ernährung, studienmäßig weniger Krebs, weniger Gesundheitsprobleme und so weiter, brauchen wir gar nicht diskutieren. Bitte halt die paar Sachen beachten, Eisenspiegel beachten, Vitamin B12-Spiegel beachten, Selenspiegel beachten und dann ist das eine gesunde Ernährungsform. Ebenso wie die sogenannte DASH-Diät. DASH ist eine Ernährungsform für Menschen mit hohem Blutdruck. Die Abkürzung steht für Dietary Approaches to Stop Hypertension. Einfach auch eine Ernährung, die darauf abzielt, den Blutdruck zu senken. Sie ist auch reich an Obst, reich an Gemüse, an Vollkornprodukten, an fettarmen Produkten, an Nüssen, an Hülsenfrüchte und so weiter. Auch eine Form für Menschen, die schon erkrankt sind, eben hier was Gutes zu tun. Und die dritte, meiner Meinung nach der Favorit, bevor wir nochmal kurz darauf eingehen, wie starten Sie in eine Diät rein, meiner Meinung nach der Favorit, die sogenannte mediterrane Ernährung. Mediterrane Ernährung jetzt bitte nicht mit viel Nudeln und so weiter verwechseln, sondern mediterrane Ernährung bedeutet eben auch eine Ernährung, die reich an Obst ist, an Gemüsen, an Vollkornprodukten, an Nüssen, an Samen, an Hülsenfrüchten, an Fisch, an gesunden Ölen, wie beispielsweise das Olivenöl oder auch andere gesunde Fettsäuren, Leinöl und so weiter, eben auch reich an pflanzlichen Proteinen und fettarm und eben die Versorgung des Körpers mit den richtigen Ölsäuren und mit den richtigen Proteinen. Wie können Sie so einen Einstieg finden in die Diät? Sie können natürlich, oder in Ernährungsumstellung, lassen Sie uns einfach Ernährungsumstellung nennen, Sie können natürlich jetzt einfach schwenken auf so eine Maßnahme, Sie können natürlich auch eine Entlastungsdiät mal machen, da sind geeignet für ein paar Tage beispielsweise die milde Ableitungsdiät nach Maya, ja, dass Sie so einen Einstieg mal finden, oder tatsächlich mal eine leichtere Form des Fastens machen, beispielsweise Suppenfasten für 2-3 Tage oder einfach mal einen Tag Scheinfasten machen oder eine ganze Woche Scheinfasten machen. Das mache ich beispielsweise sehr, sehr gerne, um wieder einen positiven Stoffwechsel-Aspekt zu setzen. Oder Sie können auch meine Form mal ausprobieren, des Stoffwechselfeuers. Keine Diät in dem Sinn, sondern es ist einfach nur, um den Körper mal runterzufahren, um den Eiweißspiegel wieder hochzubringen und einen Einstieg in eine gesunde Ernährung zu finden. Ich hoffe, die Tipps waren hilfreich für Sie. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Video nochmal anschauen, nochmal über die Theorie drüber gehen. Vermeiden Sie wirklich diese 10 Dinge, damit Sie überhaupt die Chance haben, dass hinten raus eine Ernährungsumstellung oder eine Diät funktioniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare Fragen und was Sie davon halten. Und bis bald. Ihr schaltet jetzt besser ab.